Machen wir eine kurze Zusammenfassung. Und zwar, also wir haben jetzt ganz viele erweiterte Akkus, Energie und so weiter. Wir sind hier noch im, das sind immer noch die Kleinpendel. Gegenüber dem letzten Stream, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, war das alles so noch nicht da, die Seite hier. Also jedenfalls teilweise nicht. Also hier habe ich auch alles dementsprechend voll. Und drin. Ist das vom Sound Lautstärke in Ordnung? Oder überspielt das die Musik eventuell? So, also mich hört man auf jeden Fall, das weiß ich. Das sehe ich am Dings. Ich komme fast im roten Bereich, obwohl ich schon runtergedreht hatte. Aber ich habe es im OBS auch noch runtergedreht, sodass der rote Bereich gar nicht erst ankommt bei euch. So, also hier habe ich dann auch ein bisschen umgebaut. Wie man sieht, habe ich hier diese Pflanzengeschichten nicht mehr. Die habe ich dann. Habe ich letztes Mal. Nee, das habe ich auch. Das habe ich auch. Also hier ist mein Quartier dementsprechend. Und so wie es aussieht, kommen auch immer so Erste-Hilfe-Kastengeschichten immer wieder, kommen neu. Neu gespawnt. Spam, Spam, spawned, spawn. So. Ja, hier habe ich dementsprechend jetzt die Pflanzengeschichten hingebastelt. Hier genau das mit dem Dings. Und hier haben wir den Werktisch dafür. So. Um einmal den Technikbaum anzuschauen. Wir waren ja beim letzten Mal nicht so weit. Ich hier beim Forschungstisch schon. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Bei Elektronik hatten wir das Problem, dass da erstmal die Blaupausen zu bekommen. Die habe ich tatsächlich beim letzten Mal jetzt bekommen, wo ich Solo gespielt habe. Und bin jetzt zum mittleren Solarmodul gekommen. Mehr als nur so ein mittleres Solarmodul. Ach ja, okay, klar, logisch. Antenne. Dann Batterieerhöhung. Drucken von Batterien. Okay, das lese ich gerade zum ersten Mal. Genau. Und hier, das Wichtigste. Schutz vor Kälte. Normalerweise nachts ist es ja so, dass man mit dem Anzug nicht rausgehen soll, weil sonst kalt. Also, Jan. Rot. Da habe ich jetzt das freigeschaltet, das heißt, ich kann jetzt auch nachts raus. Ich muss nicht drauf achten, aber schlafen muss ich leider trotzdem. Da komme ich nicht drum rum. Dann bin ich hier mit Überlebenskapsel und so weiter. Das soweit hat ihr Wohnkapsel, das habt ihr gerade gesehen. Und Tanks. Und das war's auch schon. Also es ist auch viel, was noch in laufenden Arbeiten ist und so weiter bei den Entwicklern, wie man sieht. Und dementsprechend genau, Pressdorfsformer 3 wollte ich noch. Kann ich euch nämlich auch im Endeffekt mal zeigen, wie man eigentlich, also man hat die Möglichkeit auch Upgrades ja zu machen mit seinem Ding, sobald man halt geforscht hat. Ich habe es leider schon Upgrade auch schon alles durchgeführt.
Aber einmal für YouTube dementsprechend nochmal ganz kurz mal zeigen auch noch. Also nicht nur für Twitch, sondern auch jetzt mal für YouTube ganz kurz. Gibt die Möglichkeit halt was abzugraden. Das heißt, man packt zum Beispiel den Hammer hier rein und klickt auf Aktualisieren. Das geht jetzt nicht, weil das schon ein Upgrade ist. Ne, der Lufthammer in diesem Fall. Ne, das ist halt an der Werkstatt möglich. Techtree-Werkstatt gibt es auch. Weil ab hier, deshalb gibt es ja diese Tische, bei den anderen auch, ab hier ist das nur über einen Tisch möglich zu forschen. Und nicht mehr über die Tab-Taste, also nicht mehr aus dem Inventar raus. Damit ihr das einmal gesehen habt. So. Dann gehen wir mal runter. Ich habe ja beim letzten Mal, das habe ich ja im Livestream gehabt, gesagt, warum baue ich das auf? Und zwar diesen Verteiler hier. Da, wo ich dachte, wo hier Gas und die Farbe für Sauerstoff und für was war das andere? Sauerstoff und was war das andere? Sauerstoff, Wasser? Bin ich jetzt blöd? Sauerstoff, Wasser? Und dann was anderes. Die Farben waren, wo ich sagte, was für ein Verteiler, warum? Ne? Aber ich festgestellt, wenn man das Rohr raufpackt, dann wird die Farbe angepasst. Und somit habe ich jetzt dementsprechend für Wasser entsprechenden Verteiler hier, so dass ich genug habe. Und die sind somit auch nicht extra an Strom angeschlossen. Die haben ja ihre eigene Stromversorgung. Über Nacht geht das dann nicht. Aber die haben dann so viel Lagerplatz, dass das auch über Nacht dementsprechend reicht für die Pflanzen. Also das ist echt sau viel. Ich muss kurz mal gucken. Das sieht man hier, glaube ich. Ne, wir haben jetzt aktuell 1737 Liter. Brauche ich aktuell nicht. Das verbrauche ich aktuell gar nicht. Ich war viel mit Blaupausen beschäftigt, also die Blaupausensuche beschäftigt. Ich war dementsprechend, auch wenn immer noch Kreise interessanterweise da sind, also musste noch was sein. In diesem Bereich schon, also eigentlich so in diesem Bereich hier war ich schon. Hier in dem Bereich habe ich die Elektrogeschichten dann gefunden. Nur so als kleiner Spoiler, also nicht hinhören. Zu spät. So. Aber ich glaube, die sind auch random, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, was dem letzten Update angeht. Da stand irgendwas mit den Blaupausen. Das kann aber nur sein, dass sie die Fragezeichen für die Blaupausen weggemacht haben. Hier sind Fragezeichen in Bezug auf Gebiet. Weiß ich immer noch nicht, was das ist. Ich war da schon, aber ich finde da nichts oder so. Aber normalerweise war das halt so, dass hier dann oder daneben ein Fragezeichen war. Das ist immer ein Ansatz gewesen für eine Blaupause. So, ich habe ja eigentlich immer gesagt, man soll die Dinger nicht abbauen. Ich werde erstmal einen aufbauen auf jeden Fall, damit wir nach und nach einmal rumzwitschen können. Mal gucken, wie groß die Dinger sind. Ah, okay, die sind um einiges größer. Ich will das nicht so weit weg machen. Ich glaube, hier so ist auch in Ordnung, weil der Kabelkram halt da ist.
2E. Ups. So, dann bauen wir einmal Solarpanel. Verdammt groß, ne? Ja, und das sind 30, das heißt dementsprechend, ich kann 4 auf jeden Fall abbauen. Das mache ich jetzt auch einmal. Das war die falsche Taste. Einmal komplett aufnehmen und wenn man nämlich auch direkt anschließen. Ich hoffe, es reicht die Länge. So, unten nichts abgezogen, merkwürdig, okay. So, ich habe ja gesagt gehabt, baut nie ab, wenn das Ding an ist. In letzter Zeit, also wenn die Sonne scheint, wegen dem Strom, weil die Gesundheit darunter leidet. Aber ich habe merkwürdigerweise, muss mal F5 drücken, merkwürdigerweise kein Schlag mehr bekommen. Oh, okay, vergiss es. Okay, ich habe tatsächlich Schlacht bekommen. Ich vermute mal, weil ich den direkt da reingemacht habe. Und weil ich eben gerade nichts bekommen habe, wie ich da unten. Genau, wir konsumieren ein Erste-Hilfe-Pack. So. Also, dann baue ich jetzt nochmal auf. Erstmal nochmal. Wie viel sind das eigentlich? Hat mir allerdings auch 2 Elektronik. Ich muss das nachts machen. Also ich muss das abbauen, wenn es dunkel ist. Also wenn keine Sonne scheint, weil ich bekomme Stromschläge. Yeah. Kurz mal zwischenspeichern. Sicher ist sicher, nicht, dass er mir hier gleich runterfährt wieder. So, dann... bauen wir doch mal können wir hier gleich ran machen. So. Ich werde tatsächlich mal da mal gucken. Dann brauche ich das jetzt nicht mehr zu machen. Wie man sieht, ich habe keine Außenbeleuchtung aktuell. Sollte ich bei Gelegenheit auch mal machen. Speichern wir ganz kurz. Aber so wie es aussieht, hält der Shadow jetzt. Also sonst wäre er wahrscheinlich schon lange runtergefahren. Windows. Also dementsprechend wird es jetzt so gehen. Das war wahrscheinlich nicht so lange. Aber ist eine gute Idee, wenn sowas passiert, kann man tatsächlich... upsala, komme ich hier weg? Marvel zwischendurch. Ach,
du Scheiße, ich fahre hier komplett. Es wird gleich ein bisschen anfangen zu lecken, weil der lädt dementsprechend, also das Bild leckt dann. Nicht wundern, der lädt dann dementsprechend nach. In bestimmten Sichtweite, wie auch immer. Felsen sind noch alle abbaubar. Bis auf einige. Glaube ich. Nee, aber ich glaube, nee, ich habe glaube ich nicht erlebt, dass ich nichts abbauen konnte bisher, glaube ich. Nee, ich glaube hier. Mal gucken, wenn hier nichts drin ist. Ja, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Ja, hier liegt noch Futter rum. Also war ich hier noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Musik gerade so laut ist, weil laut Anzeige ist es scheinbar etwas lauter geworden. So. Dann ganz kurz mal ein bisschen Ausgang. Ah, da. Hallo, verlassenes Tablet. Ich Laptop die ganze Zeit gesagt, ne? Tablet natürlich. So, mal gucken, was das dann sein wird für eine Blaupause. Wo haben wir denn? Da. Verwenden. Schleifgerät 3. Ja. Ah. Sehr schön. Dann könnte ich alles abbauen dann. Ich glaube, das läuft unter Mechanik, ne? Ich muss kurz mal gucken, wie weit bin ich denn da? Ich habe leider keine Punkte aktuell. Das Lufthammer. Das Lufthammer. Wo ist denn der Trendschleifer 3? Also hier ist ziemlich viel in der Mechanik. Da. Ach du Scheiße. Das habe ich. Okay. Also ich könnte es. Muss kurz mal gucken, wie der Baum aussieht. Lötlampe. Oh, achso, okay. Also ich muss auf jeden Fall bis Forschungstisch und dann da hoch. Und da war ich auf jeden Fall noch nicht. Das, ich glaube, da sogar auch noch nicht. Also man sieht schon, dass es rund ist, ne? Also das ist schon gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich mal sagen, wenn wir erstmal hier hin. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das konnte ich bisher bis dato immer noch nicht zuordnen, was das ist. So, Tracking. Wie weit ist das? 1200.
So, dann fahren wir mal los. Go, go. Oben haben wir noch genug. Erstmal zurechtkommen hier. Ah. Ja, richtig gut. Richtig gut versteckt übrigens. Man hat das gar nicht gesehen, das Grüne. So, mal gucken, was das dann ist. Kilo-Leistung. Was wird denn da freigeschaltet? Mitteilung über Abschlussbauarbeiten und die Inbrütung von Kernreaktoren. Okay, ich guck mal ganz kurz mal in die im Technikbauen rein. Was Kernreaktoren? Kiloleistung, da. Das ist in diesem Fall dumm gelaufen. Weil gibt's noch nicht. Ist noch in Bearbeitung. Das ist natürlich bitter, dass die tatsächlich die Blaupausen schon mit reingemacht haben. Damit man das eigentlich freischalten kann. Aber hat einen Vorteil, wenn das reinkommt, kann man sofort freischalten. Dann nehmen wir die Markierung einmal raus fürs Tracking. Und ich glaube nicht, dass ich hier schon war. Hier ist sogar noch ein Fragezeichen. Ich dachte, das hätten die komplett rausgenommen. Kurz mal F5. Wie weit? 1, 3. Energie habe ich noch. Oh, kleine Leiter. Oh, die liegt da einfach so rum. Das ist jetzt arg gemein, ne? Ich war die ganze Zeit ja hier drüben. Also ich bin ja von da hier gegangen, ne? Und eigentlich geht man davon aus, dass die auch grün markiert sind. Meistens. Eigentlich sind sie grün markiert. Aber in diesem Fall, weil ich zu weit weg war, keine Ahnung. Hier kriege ich erst die Markierung, wenn ich so nah dran bin. Und übrigens, ich war ja hier. Ich hätte mich eigentlich nur umdrehen müssen. Ah, ja. Sehr schön. So, mal gucken, was es gibt. Die Lötlampe 3. Okay. Blaupause für die Lötlampe 3. Radio habe ich noch nicht gemacht. Wie kann man, also das Beta ist das, aber es ist tatsächlich erlernbar. Das heißt, dementsprechend ist es nutzbar. Da kann man Radio mit der Möglichkeit zum Hochladen und Auswählen der gespielten Musik. Oder man macht einfach Spotify an. So, oder halt in diesem Fall, weil ich streame, Rätselrox. Ich höre die Musik übrigens nicht, was ihr hört. Nur so nebenbei. Das ist auf meinen Ohren ausgeschaltet. Das hört ihr nur. Ja, hört ihr nur im Stream. Ich muss gerade kurz mal auf mein Streamlet gucken, ob das nur im Stream an ist.
Was wollte ich gerade gucken? Ach ja, Lötlampe 3, ne? Wo ist die denn? Ich habe sowieso keine Punkte. Aber ich bekomme bald wieder Punkte. Ein Punkt, ein Skillpunkt ist nicht mehr so weit entfernt. Die ist da, die Lötlampe 3, okay. Wieso ist beim Mechanik die Personalisierung schon... Ich weiß übrigens aber nicht, was es ist. Ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal freigeschaltet auf dem anderen. Oder auch nicht. Hier ist es nämlich noch in Bearbeitung, interessanterweise. Und hier ist auch ein kompletter Reiter Chemie. Also es kommt noch was dazu. Ein bisschen mehr. Das ist auch nicht anklickbar. Aber da kommt noch was dazu. Also Chemie scheinbar. Also ja. Early halt, ne? Da kommt halt noch was. Einer der Gründe, warum ich tatsächlich nicht auf schwer spiele. Weil da halt noch viel kommt und so. Und wenn natürlich viel mehr Inhalt kommt, dann kann man auch mal auf schwer spielen. Wie ich schon sagte, nur die Technikgeschichte habe ich auf schwer. Damit ich nicht gleich alles von vornherein bekomme. Vermute ich mal, dass es dann schneller geht. Dass man schneller halt die Punkte, die Skillpunkte bekommt.